This is the world's biggest Karton. So. Willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Wir wollen heute ein mega Gewaltroh-Community-Raid machen. Wir haben ja schon Raiko weggeboxt. Wir haben schon das, was ist denn überhaupt drin? Kaburiki weggeboxt. Alles in der Box. Die war nämlich da drin. Ne, frisch kam gerade mega Gewaltroh an in dieser Box. Und deswegen müssen wir die jetzt erstmal wegbringen. Und dann müssen wir gucken, dass wir einen mega Gewaltroh-Raid machen. Und zufälligerweise geht ja am Fledermausturm einer auf. Deswegen jetzt schnell in der Früh, Sonntag, dahin gesteppt und das Video gemacht. Und irgendwann kommt das dann vielleicht auch online. So, und da wieder mal alles voll ist, zeigen wir jetzt schon mal die Konda gegen Gewaltroh. Ihr nehmt also das Gewaltroh. Das tut ihr dann einfach so hier rein. Und dann müsst ihr da immer das irgendwie so... Gewaltroh los! Das seht ihr jetzt nicht richtig. Das ist viel zu brutal für das Internet. Alter, mal an der Seite. Alter, dann noch. So, wenn man die Hände frei hätte, würde das auch gut funktionieren. Hat man aber nicht. Und macht man einfach, bis das Gewaltroh irgendwie hier reinpasst. So, perfekt, weil so stellt man sich das vor, wie man das immer handhabt. So, wir befinden uns jetzt hier am Fledermausturm. Pupsi läuft da hinten hin und her mit dem Jonas-Schatz, dem Jonas-Mobil. Das ist der Fledermausturm hinter mir. Wir können uns ja mal kurz auf den Boden legen und den nochmal so von unten filmen. Wir liegen jetzt also auf dem Boden, um euch nochmal schön den Fledermausturm zu zeigen. Ansonsten liegen jetzt hier unten die Handys. Das ist Mist. Ihr seht, das flaggert nicht. Das ist das iPhone. Jetzt stellen wir euch hierher. Die Konter sind egal, denn ich glaube, das Ding ist eh nur Pflanze. Und weil es eine Pflanze ist, müsstet ihr ja eigentlich so mit Feuer kämpfen oder könnt auch Eis nehmen. Ich bin mal gespannt, was es mir vorschlägt. Ich könnte mir vorstellen, als Feuer vielleicht Flampivian, als Eis vielleicht Marmutell. Ich zeige auch ganz kurz nochmal in der Raid-Gruppe, wo ich den Raid gepostet habe, wenn ich reingehe, dass ich den Matze Nottland, den Ben, den Kohlemann, den Creeper, Henry, Niki einladen soll. Und jetzt gehen wir einfach drauf. Finde ich gut. Die warten auch, bis man reingeht. Also die anderen. Ich auch sein könnte ich sagen, ja, es ist um 10, ich gehe jetzt rein. Aber nee, es ist um 10 und keiner geht rein. So, was hat der Samyang? Der Samyang hat hier Marmutell, Bruderlander, Dragoran. Marmutell, Marmutell, Dragoran. Warum? Ich weiß es nicht. Was hat der Habanero? 6-mal Marmutell. Das sieht gut aus. Jetzt gehe ich extra nochmal mit dem anderen Handy in die Raid-Gruppe und schreibe Go. So, obwohl das ja jetzt schon zu spät ist. Und dann muss ich gucken. Ich glaube, ich habe sogar 2 Gewaltroh. Eins ist im Glückstausch damals lucky geworden. Mit recht guten IV. Dürfte auch Level 40 sein. Hat aber, glaube ich, keine Seeday-Attacke. Das andere hat schlechtere IV, hat aber die Seeday-Attacke, ist aber auch Level 40. Jetzt ist natürlich wieder die Frage, welches möchte man mega entwickeln? Das mit der Seeday-Attacke, weil man damit auch irgendwie mal kämpfen will, sehe ich eigentlich noch nicht so, weil zum Kämpfen könntest du ja Mega Bisaflor nehmen, obwohl ich glaube, dass Mega Gewaltroh besser ist als Mega Bisaflor. So, also könnte ich, nee, dann brauche ich ja trotzdem das mit der Seeday-Attacke. Oder ist das sowas, ich entwickle das einmal für den Pokédex-Eintrag und ich kämpfe eh nicht mit Megas. Bis jetzt habe ich auf jeden Fall noch nicht mit Megas gekämpft. Und das nimmt man mal zum, wenn man mal hier Bonbons boosten möchte an einem Seeday oder so. Da ist ja die Attacke egal. Deswegen, wenn die Attacke egal ist, dann kannst du das mit den schlechteren IV nehmen. Ach nee, das mit den schlechteren IV hat ja die Attacke. Ach! Schreibt mal in die Kommentare, was ihr entwickeln würdet. Ich kann ja mal gucken, was jetzt auch aus dem Raid rauskommt. Obwohl das egal ist, weil das hat erstens nicht die Attacke. Zweitens keine guten IV. Drittens ist es nicht Level 40.
Also wenn, dann würde ich schon eins von den anderen beiden entwickeln. Aber eigentlich brauche ich auch nur eins. Ich brauche Gewaltro nur, um eins eben mega zu entwickeln. Und alle anderen Gewaltros auf der Hand können eigentlich geschlossen weg. Braucht einfach kein Mensch. Die Energie müsste ja reichen. Ich glaube, man braucht 200. Und 225 kriegst du, glaube ich, aus dem Mega Raid, wenn du den zügig machst. Das sieht auch zügig hier aus. Ihr seht, zack, zack, zack. Jetzt ist Lawine hier drüben, musste hier nochmal kurz drücken. 15 Mann, Jenaya hat auch gerade gefragt, heute kein Stream. Ist ungewöhnlich, denn es ist Sonntag, 10 Uhr. Normal Sonntag 10 bis 12, immer Raids für Zuschauer und bei Bianca in Gatten reingucken und so Zeug. Heute ist aber anders, heute kein Stream. Das erfahrt ihr aber erst, wenn ihr das Video seht. Und das kommt dann vielleicht erst am Dienstag oder so. Deswegen egal. Jetzt gucken wir mal hier drauf. 250 Mega-Energie gab es sogar. 1910 mit Wetterboost. Jetzt drücken wir uns hier durch. 250 Mega-Energie. 1910 mit Wetterboost. Habe ich jetzt aus Versehen auf beiden Handys denselben Account? Ne, glaube ich eigentlich nicht. Ist nur Zufall, dass beide genau 1910 haben. So. Ja, für den ersten Ball, da curft man einfach mal wild drauf los und guckt, wie er trifft. Und dann weißt du ja, ob das nochmal umstellen muss oder nicht. Also der Kreis ist auf jeden Fall eingestellt. Ich würde den jetzt auch hier mit doppelt Bonbons fangen wollen, also Silbernasser Nanabeere. Ja, ist auch im zweiten Ball drin, das passt. Und jetzt müssen wir gleich noch die Mega-Entwicklung machen. Wir bewerten den mal kurz. 2 Sterne. 2 Sterne, ich sag doch, der ist nicht gut. Und wir haben jetzt plötzlich 380 Gewaltro-Mega-Energien. Das heißt, wir haben durch irgendwelche Aufgaben Mega-Energie schon gekriegt, aber hatten noch keine 200, um ihn mega zu entwickeln. Und durch die 250, die jetzt dazu sind, habe ich genug, um ihn mega zu entwickeln. Jetzt gehe ich hier nochmal kurz drauf. Jetzt seht ihr die 3 Gewaltro, die ich habe, nach WP sortiert. Wir haben hier 1910, der schlechteste. Wir haben hier 2621, der hat auch nur 2 Sterne. Der hat aber die Flora-Statue, also der hat die Seeday-Attacke. Der ist auf Level 40. Und jetzt haben wir den hier, der ist relativ gut. Der hat deshalb auch auf Level 40 natürlich mehr WP. Und der hat keine Seeday-Attacke. So, welchen nimmt man jetzt? Mit Seeday-Attacke? Ohne Seeday-Attacke? Welchen entwickelt man? Bei 20 mehr Energie könnte ich beide entwickeln. Ich könnte auch einfach euch fragen, oder? Ne, ich frage euch nicht. Ich nehme das Höchste. Ich nehme das Höchste mit Laubklinge. Nein, ich nehme den mit Flora-Statue. Ach, es ist aber auf jeden Fall total behindert. Wir nehmen den mit Flora-Statue, entwickeln den einfach. IV sollen ja nicht so wichtig sein. IV sollen ja egal sein. Das ist der Habanero Free-to-Play-Account. Der soll einfach nur seinen Pokédex vervollständigen. Ob das jetzt hier auf 3800 kommt oder 3900, das ist jetzt nicht so wichtig. Jetzt habe ich das. Das kann ich immer entwickeln für die Mega-Medaille. Das hat zur Not Flora-Statue, das kannst du auf Level 3 bringen hier. Und das heißt, wenn ich jetzt den hab mit 3800 noch was, werde ich den hier einfach verschicken. So, der kommt weg und der kommt auch weg und dann sind die beiden fort und dann weiß ich, dass ich nur noch den hab. Da mache ich mir jetzt auch den Mega-Tag dran, dass ich weiß, das ist mein Mega-Entwicklungs-Pokémon. So. Wie sieht's eigentlich bei dir aus? Wie viel hast du WP gehabt? 19,9. Okay. Jo, dann war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Da oben stehen 3 weiße Autos. So, da scheint die Sonne. Guckt nochmal genau. Nein, das ist die Sonne. Das ist perfekt. Wenn ich durch die Kamera gucke, kann ich die Sonne sogar sehen. Ohne Kamera blende ich mir das Auge. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.